So, ihr Lieben, ja, das ist ja super cool. Ein paar Leute haben schon gepostet. Ich freue mich riesig über die Bilder und über die Berichte von dem ersten Tag der Selbstbild-Challenge. Ja, zum zweiten Tag. Morgen geht es darum, dass wir ja nicht alleine hier sind auf dieser Welt, sondern dass wir ja noch die anderen haben, die anderen um uns herum. Und zu diesen anderen haben wir Beziehungen. Und diese Beziehungen gestalten wir. Kein anderer hier auf dieser Erde ist in der Lage zu bestimmen, was für eine Beziehung du zu ihm oder zu ihr hast. Du bestimmst ganz alleine jede einzelne Beziehung zu jedem einzelnen Menschen, den du da draußen hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich sehe gerne die Welt mit den Augen von Neville Goddard. Er sagt, Everyone is you pushed out. Also jeder ist quasi du aus dir heraus oder entsteht aus dir heraus, so in diesem Sinne. Das heißt, du bestimmst, was du in jeder anderen Person siehst. Du bestimmst damit also auch die Beziehung, die du zu jeder anderen Person hast. Und es ist unweigerlich so, dass das, was du in einer anderen Person sehen willst, dass du das siehst und die andere Person als die auf dich zurück reagiert, als die, wie du siehst. Also ich versuche es mal ein Beispiel zu machen. Du triffst jemanden und der ist dir unsympathisch. Du denkst, ah, der sieht komisch aus, der verhält sich komisch, der guckt irgendwie schräg und schon hast du eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut, obwohl du vielleicht noch gar nicht mal mit dieser Person gesprochen hast. Du hast den Grundstein für eine Beziehung gelegt. Und jetzt kann diese Person zwei Sachen machen. Sie kann entweder dich gar nicht beachten, deine Energie, die du dieser Person gegenüber ausstrahlst, überhaupt nicht beachten und komplett in ihrer eigenen Energie sein. Und quasi auf dich reagieren oder auch nicht. Wenn die Person aber jetzt sich darauf eintunt, auf dich und auf das, was du ausstrahlst, dann wird diese Person dir gegenüber genauso ablehnend sein wie du. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig für unser Selbstbild, dass wir uns die Gedanken machen, wie wollen wir andere sehen? Das ist der erste Teil der Challenge morgen. Wie sehe ich die anderen Menschen? Was sind die anderen Menschen für mich? Was habe ich für eine Haltung zu den anderen Menschen? Was erwarte ich von anderen Menschen? Wie nehme ich andere Menschen wahr? Sei es bekannt oder unbekannt, du kannst auch bei jedem Bekannten, kannst du die Beziehung einfach verändern. Wenn sie bis jetzt grottenschlecht war, kannst du jetzt entscheiden, die Beziehung zu dieser Person, was auch immer, dass die jetzt gut ist. Es liegt nur an dir. Also Tag 1. Wie ist deine Beziehung zu anderen Menschen? Wie siehst du die anderen Menschen? Teil 2. Wie sehen dich die anderen Menschen? Als was sehen dich die anderen Menschen, wenn dich jemand anschaut, wenn dich ein Unbekannter trifft? Was sieht er in dir? Also nochmal, Teil 1. Wenn du jemanden triffst, eine unbekannte Person, was siehst du in dieser unbekannten Person? Und es ist völlig unabhängig davon, wie der aussieht, was der sagt, was er tut, wie er riecht, was er getan hat, wo er herkommt, sondern du entscheidest. Du entscheidest, was siehst du in unbekannten Personen, was siehst du in Personen generell. Und der zweite Teil ist, was entscheidest du, was die anderen sehen, wenn sie dich treffen?
wenn sie auf dich stoßen? Was sehen andere in dir? Was strahlst du aus? Was sehen die? Was merken die? Wie nehmen andere Menschen dich wahr? Du entscheidest. Also, beide Teile. Teil 1. Andere fängt so an mit dem Satz, ich sehe andere Menschen als. Und dann geht's los. Teil 2 fängt an mit dem Satz, andere Menschen sehen mich als. Und dann geht's los. Ich bin gespannt und freue mich. Bis dann. Tschüss.